Lukas ist immer noch in Hamburg unterwegs. Bei den Speditionen war er nicht erfolgreich. Auch ein Rückruf auf seine hinterlassene Notiz brachte hier nichts. Da Jutta offenbar als Lkw-Fahrerin in Norddeutschland arbeitete, plant Lukas, sich heute auf Lkw-Rastplätzen der Region umzuhören. In Hamburg-Altenwerder befindet sich ein beliebter Trucker-Treff. Eine kurze Frage. Wir sind von Sat.1. Bitte melde dich und suchen eine Person. Jutta Lührs, geborene Lührs, ist auch mal Lkw gefahren. Nicht gesehen? Tut mir leid, nein. Ah, ich dachte, man kennt sich vielleicht von früher noch oder so. Könnt ihr meinen Kollegen mal fragen? Ja. Aber nicht bekannt, nein. Dankeschön. Bitte sehr. Guten Tag. Hi. Nur eine kurze Frage. Ja. Ich bin auf der Suche nach dieser Person. Jutta Lührs, geborene Lührs, ist auch mal Lkw gefahren. Das ist ein älteres Bild. Ja. Haben Sie die schon mal gesehen? Von früher. Ja, nun weiß man nicht, haben Sie mehr Informationen? Was hat sie transportiert? Das weiß ich nicht. Stückgut, Container? Weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Sonst vielleicht mal bei Papel. Da haben wir. Haben Sie auch schon? Alles schon abgeklappert. Ja. Okay. Aber ich kann Ihnen ja einfach mal meinen Kontakt da lassen. Vielleicht hören Sie was. Vielleicht, ne? Ja. Jutta Lührs. Jutta Lührs, geborene Lührs, hat vielleicht einen anderen Nachnamen heute. Ich habe ja einen anderen Namen, deshalb. Hier steht Julia Leischig. Genau, das sind das wir, Julia Leischig. Genau. Aber hier, unter der Nummer können Sie sich melden, wenn Sie was rausfinden. Okay. Ja. Wäre ja schön, wenn Sie Erfolg hätten. Ja. Also mich persönlich freut das ja auch immer. Drücken Sie die Daumen. Auf jeden Fall. Dankeschön. Tschüss. Schönen Tag. Tschüss. Haben Sie die Frau schon mal gesehen? Nein. Trotzdem Dankeschön. Ja, bitte. Eine kurze Frage nur. Noch nie gesehen. Haben Sie sie vielleicht mal gesehen? Nee, sagt mir gar nichts. Okay. Und ich kenne ja an dir ziemlich viele. Wenn Sie ziemlich viele kennen, würde ich Ihnen einfach mal meinen Kontakt da lassen. Ich habe das nicht so mit Männern. Nee. Das war jetzt anders gemeint, das wussten so, Sie aber auch. So, ja, das sagen Sie alle gerade. Wenn Sie was rausfinden, ne, oder jemanden was dazu sagen kann, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Dankeschön. Tschüss. Nein? Nein. Okay. Jutta. Nein, nein. Entschuldigung. Ich habe nur eine kurze Frage. Sprechen Sie ein bisschen Deutsch? Nein, nein. Englisch? Nein, von Polen. Okay. Kennen Sie diese Person? Jutta Lührs, Lkw-Fahrerin früher gewesen. Was kommt jetzt? Elektronik. Ah, ja. Sie sind etwas fortschrittlicher. Kennen Sie diese Person? Czy znasz tą osobę? Nein. Dziękuję. Tschüss. Trucker-Treff. Vielleicht kann mir hier jemand helfen. Hallo, guten Tag. Entschuldigen Sie die Störung. Wir sind von Sat.1, bitte melde dich. Ich suche jemanden. Jutta Lührs, vielleicht können Sie mir weiterhelfen. Das ist die Dame hier auf dem Foto, die ist auch mal Lkw gefahren. Hier ist noch mal ein besseres Bild. Ich reiche Ihnen das mal rüber. Haben Sie sie vielleicht mal gesehen? Weil hier, die Leute kommen und gehen hier ja, oder? Ja. Aber ich kenne sie leider nicht. Aber vielleicht hilft Ihnen das weiter. Eine Fahrlehrerin namens Julia Rolnick. Die war selber mal Lkw-Fahrerin. Und die kennen sich ja alle unter Kollegen. Das könnte tatsächlich ein wertvoller Tipp sein. Lkw-Fahrerinnen gibt es nicht viele. Lukas bekommt die Nummer von Julia Rolnick und kann sie auch direkt erreichen. Er erklärt ihr am Telefon, worum es geht, und die Frau verspricht zu helfen, wenn sie es kann. Jo, bis morgen. Tschüss. Die war ja nett. Das klang auch vielversprechend. Die ist wirklich gut vernetzt, scheint zumindest so. Und ich glaube, auch ein Gespräch mit Frau Rolnick bringt mich eher weiter, als, naja, mich hier auf Lkw-Parkplätzen durchzufragen. Morgen bin ich mit ihr verabredet. Am nächsten Tag. Lukas ist mit Frau Rolnick an ihrem Arbeitsplatz verabredet. Eine Lkw-Fahrschule in Hamburg-Billbrock. Frau Rolnick, hallo, schön, dass Sie Zeit haben. Lukas Stegel, Tag. Gerne. Wir hatten ja schon telefoniert. Ja. Ich habe es Ihnen ja schon am Telefon gesagt, wir suchen jemanden, eine Jutta Lührs.
Mhm. Ich zeige dir mal die Bilder. Ist okay. Auch mal LKW gefahren. Krass. Mhm. Ja, hier kann man sie noch mal ein bisschen besser erkennen. Wann ist sie gefahren? Also es müsste schon so über 20 Jahre her sein. Zu der Zeit war das noch sehr, sehr ungewöhnlich, dass Frauen gefahren sind. Also die muss jemand kennen. Das ist, wir haben jetzt ja immer mehr Frauen hinterm LKW-Steuer, aber zu der Zeit war das echt noch ungewöhnlich. Ne? Also da erinnern sich viele dran, glaube ich. Aber ich kenne sie leider nicht. Kennen Sie vielleicht jemanden, der jemanden kennt dann? Also ich kann mich gerne mal umhören. Ich weiß nicht, braucht ihr die Bilder? Nee, die Bilder kann ich einfach hier lassen, ja. Also ich würde gerne mal rumfragen, ne? Bei das wäre super. Meinen Kollegen. Ich würde einfach mal meinen Kontakt auch noch hier lassen. Ja. Sie können sich dann gerne bei uns melden. Vielleicht finden Sie was raus. Wenn Sie wirklich Gott und die Welt kennen, dann. Natürlich. Dann könnte das ja behilflich sein. Alles ja? klar. Dankeschön. So. Vielen Danke Dank. Auch. Macht's gut. Tschüss. Einige Tage später. Lukas ist in Niedersachsen und bis jetzt keinen Schritt weitergekommen. Als er schon fast aufgeben will, passiert etwas. In den letzten Tagen haben sich wirklich viele, viele Leute bei uns gemeldet, die helfen wollten. Nur leider war da ja, bisher keine brauchbare Info dabei. Aber jetzt gerade kam eine Nachricht rein und die klingt ziemlich vielversprechend. Ich spiele die mal kurz ab. Hallo, hier ist der Michael. Ich habe gehört, ihr sucht die Jutta. Ja, die kenne ich aus meiner aktiven Lkw-Fahrerzeit. Ich könnte euch da eventuell weiterhelfen. Wenn ihr genaueres wissen wollt, könnt ihr mich unter der angezeigten Nummer zurückrufen. Danke. Das hört sich ziemlich konkret an. Da werde ich mich mal direkt um kümmern. Lukas verabredet sich mit dem Absender der hoffnungsvollen Nachricht an einem nahegelegenen Rastplatz. Da fährt gerade einer auf dem Parkplatz. Er hat aus dem Auto gerade schon so rüber geguckt. Das wird er sein, oder? Michael? Moin. Moin, ich bin Lukas. Ja, ich bin der Michael. Wir waren verabredet. Richtig. Vielen, vielen Dank für deine Nachricht. Ja, gerne. Hab mich sehr gefreut. Und du kennst die Jutta? Warum sucht ihr jetzt die Jutta ganz genau? Ich habe zwar mitgekriegt, bitte melde dich, aber... Also der Hintergrund ist, die Jutta hat eine Schwester, die Wiebke. Und die beiden sind vor ungefähr 50 Jahren getrennt worden. Und die Wiebke vermisst ihre Schwester total und ja, möchte sie unbedingt wieder treffen. Und deshalb sind wir hier. Okay, ja, das ist schön. Ja. Einfach nur noch, um das abzuklären. Ist das die Jutta, von der wir beide reden? Ist sie das? Ja, auf jeden Fall. Ja? Das ist sie. Hat sich doch kaum verändert. Hat sich auch kaum verändert. Heißt sie denn noch Jutta Lührs? Das ist ja ihr Mädchenname? Nein, nein. Die hat geheiratet und heißt jetzt Rutenberg. Ah, okay, Jutta Rutenberg. Du hast dir aber auch noch nicht Bescheid gesagt, dass wir uns jetzt hier treffen, nein, oder? Nein, nein, okay. nein. Weil, ich musste mich ja erst mal vergewissern, ob das wirklich die Jutta ist. Das ist die Adresse. Perfekt. Ist das hier in der Nähe? Das ist circa eine Viertelstunde von hier entfernt. Ich fahre da direkt hin und bitte ruf sie vorher nicht an, dann kann ich sie überraschen. Nein, nein, das mache ich nicht. Das mache ich nicht. Vielen, vielen Dank, Michael. Gerne. Hat mich sehr gefreut. Gerne. Dankeschön. Viel Glück und Erfolg. Danke, mach's gut. Ciao. Wir haben sie gefunden. Das muss sie sein. So, Lukas. Lukas ist da hingefahren und das möchte ich dir gern zeigen. I want to show this to you, okay? Okay. Okay. Ob Jutta sich über die Nachricht freuen wird, nachdem sie von Wiebke 2006 in England schroff zurückgewiesen wurde, wird Lukas gleich herausfinden. Da vorne müsste die 7 sein. Ja, und da wohnt dann Wiebkes Schwester, die Jutta. Rutenberg, hier muss es sein. Steht hier schon groß dran. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Guten Tag. Ich bin Lukas Stege von Sat.1. Nicht erschrecken. Ist Ihr Name Jutta? Ja. Sind Sie eine geborene Lührs? Ja. Dann habe ich sie endlich gefunden. Ich habe schon lange nach Ihnen gesucht. Inwiefern? Ist eine Familienangelegenheit. Es gibt da eine Person, die schon sehr lange nach Ihnen sucht. Vielleicht wissen Sie ja, wer. Nicht, dass ich wüsste. Also, das ist eine Frau, die kommt aus England.
Sagt Ihnen das was? Nee, ne? Das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Doch, die Wiebke sucht schon ganz lange nach Ihnen. Oh, das glaube ich nicht. Deshalb sind wir hier. Aha. Ist es in Ordnung, wenn wir uns irgendwo in Ruhe unterhalten und nicht hier zwischen Tür und Angel? Kann ich vielleicht kurz reinkommen? Ja, kommen Sie rein. Dankeschön. Vielen Dank. Wir found her. Wir haben sie gefunden. Does she want to see me? Will sie mich sehen? She was very surprised. Sie war sehr überrascht. So, Lukas konnte mit ihr reden. Lukas talked to her. And if wenn du bereit bist, können wir uns das anschauen. We can look at it. Okay, do it. Jutta. Mhm. Du weißt ja, warum ich hier bin. Ja, richtig. Wie ist das für dich? 125 Fragezeichen. Warum? Wieso? Weshalb sucht sie mich? Nach dem, was alles so passiert ist im Laufe der Jahrzehnte, sind das natürlich viele Fragen, die ich jetzt habe. Ich habe ja jahrelang versucht, mit ihr Kontakt zu bekommen. Und es wurde abgeblockt. Von der Familie erst und später dann von ihr selber. Sie hat lange Zeit geglaubt, dass ihre Mutter sie nicht mag, dass sie abgelehnt worden sei. Mhm. Das wurde ihr erzählt. Ja. Und das hat sie irgendwann geglaubt. Das haben wir uns schon fast gedacht. Das haben wir uns schon fast gedacht. Das stimmt ja gar nicht. Als du mit deinem Onkel dort warst und sie eigentlich schon dachte, ihre Mutter möchte sie gar nicht sehen. Da war sie ein bisschen überrumpelt, ja. War auf dem Weg zur Arbeit und das war zu viel für sie. Mhm. Aber das ist natürlich etwas, was sie heute bereut. Jetzt, ach, nach all den Jahren, sie sieht das als einen riesigen Fehler an heute. Puh. Tja. Jetzt bin ich natürlich baff. Wiebke möchte gerne die Wahrheit wissen und hat große Sehnsucht nach dir. Wird auch Zeit, ich werde ja nicht jünger. Ja, ist ja so. Ne? Dann haben wir wenigstens noch ein bisschen Zeit für uns und die Wahrheit, ja. Die Wahrheit, die kriegt sie auch. Wie ist Wiebke aufgewachsen? Meine Mutter hatte ja nun keinen Mann. Und meine Schwester musste darunter sehr leiden. Weil 1965 ging es nicht an, dass man ein uneheliches Kind hatte. Und das hat man sehr an ihr ausgelassen, verbal und mit Schubsen und ja, wieso, du hast ja sowieso keinen Vater. Sie hat sehr drunter gelitten. Wie kam es dazu, dass deine Schwester nach England adoptiert wurde? Meine Mutter hatte eine Familie in England, das sind Onkel Jimmy und Tante Mausi. Meine Mutter ist also alle zwei Jahre dann mit Wiebke in Urlaub hingefahren. Sie ist da sehr, sehr glücklich gewesen. Und der Onkel Jimmy war wohl mehr so eine Vaterfigur für meine Schwester. Sie hat auch da kein Mobbing gehabt, im Gegensatz zu hier, nicht? In Deutschland. Da haben die Kinder mit ihr gespielt. Sie sprach nach drei Wochen perfekt Englisch. Und wir wollten dann ihr Gutes tun und wollten sie dann da zur Schule lassen, weil sie sich da eben sehr wohl gefühlt hat, im Gegensatz zu hier. Und im guten Glauben, dass meine Mutter ihre Mutter bleibt und ich ihre Schwester, hat meine Mutter die Adoption dann unterschrieben, die angeblich sein musste, damit sie dort zur Schule gehen kann. Das heißt, man könnte sagen, deine Mutter hat Wiebke nicht zur Adoption freigegeben, weil sie sie nicht geliebt hat, sondern um genau. Sie zu schützen. Genau das Gegenteil. Weil sie sie geliebt hat, hat sie sie ja gehen lassen. Meine Mutter hat meine Schwester abgöttisch geliebt. Die ganze Familie war verrückt nach ihr, also. Konnte deine Mutter denn Kontakt zu Wiebke halten, nachdem sie dann nach England gezogen war? Die erste Zeit noch ja. Dann kam ja dieser Proforma-Brief. Und nachdem meine Mutter die Unterschrift geleistet hatte und das nach England geschickt hat, haben wir sie nie wieder gesehen.
Meine Mutter hat einen Brief bekommen von dem Onkel Jimmy, worin stand, dass er das nicht wünscht, den Kontakt, da sie jetzt die Eltern sind. Das ist schrecklich. Einfach nur schrecklich. Wie habt ihr denn versucht, Kontakt zu Wiebke zu halten? Meine Mutter hat öfter angerufen. Meine Mutter ist noch zweimal da gewesen. Aber meine Schwester nicht. Die wurde dann verschickt in Urlaub oder zu Bekannten, dass sie meine Mutter gar nicht erst sehen konnte. Und hat deine Mutter, deine Schwester, ihre Tochter Wiebke dann jemals wiedergesehen? Nein, bis zu ihrem Todestag nicht. Leider. Ich hätte es ihr wirklich gewünscht. Ich wusste, es war schlimm. Aber nicht, dass es so schlimm war. Ich habe es geahnt. Ich werde meine Mutter niemals wieder sehen können. Ihr seid die Generation, die es besser machen kann. Ihr müsst zusammenkommen und es besser machen. Ja. Möchtest du weiterschauen? Ja, bitte. Hast du sie denn vermisst? Vermisst habe ich sie eigentlich vom ersten Tag an, als sie weggeflogen ist, damals, als Kind. Auch wenn ich sie nur 7 Jahre bei mir hatte oder in unserer Familie hatte. Aber Schwester bleibt Schwester, ne? Jutta, möchtest du Wiebke mal sehen? Ja, natürlich. Hier damit. Boah, sieht die Hammer aus. Wow, ist die hübsch. Aber die war als Kind schon hübsch. Kann ich das behalten? Ja, klar. Toll. Hallo, Little Sister Wiebke. I love you. Ich bin deine Schwester, Jutta. Und ich freue mich wahnsinnig, von dir zu hören. Ich habe das erst gar nicht geglaubt. Und wünsche mir ganz, ganz doll, dass wir uns hier treffen könnten in irgendeiner Art. Ich vermisse dich furchtbar. Wir haben dich die ganzen Jahre vermisst. Mama und ich. Komm einfach mal, damit ich dich ordentlich drücken kann. Ich hab dich ganz doll lieb. Deine Schwester Jutta. Möchtest du sie sehen? Do you want to see her? Oh Gott, yeah. Oh ja. Do you know how to say? Weißt du, wie man auf Deutsch sagt, I'm happy to see you? Ich kann sagen, ich liebe dich. Ich liebe dich. Das ist toll. Okay. Ich werde es sagen. And I think you have du musst es gleich sagen. Because sie wartet nämlich draußen. She came here to see. Sie ist gekommen, um dich zu sehen. Ich bring dich zu ihr. Okay, komm mal, okay. Mehr als 50 Jahre lang hat Jutta ihre Schwester vermisst. Wiebke hat die ganze Wahrheit über ihre Kindheit bis heute nicht erfahren. Nun haben beide die Chance auf einen Neuanfang. Wiebke, deine Schwester wartet draußen auf dich. Ja, du siehst aus wie Mama.
Entschuldigung für alles. Alles gut. Also, Entschuldigung für alles. Nein, ist gut. Ist gut, du brauchst dich nicht entschuldigen. Ist alles gut. Die hat gar nichts gesagt. Ich war, alles gut. Wiebke, es ist alles gut. Entschuldigung doch, das für alles. Gut. Nein, brauchst du nicht. Du warst ein Kind. Ich weiß, aber... Und Entschuldigung für mein Deutsch. Oh. Hallo. So ein schönes Bild. Dankeschön für alles. Ja, verliert vielen, euch nicht mehr. Haltet Dank. Ganz fest zusammen, ihr beiden, ja? Danke. Okay. Alles Liebe Dank. Für euch. Dankeschön. Wiebke verbringt mit ihrem Mann Tom einige wundervolle Tage in der alten Heimat bei ihrer geliebten Schwester Jutta. Viele Missverständnisse können aus dem Weg geräumt werden und die Vergangenheit kann endlich ruhen. Schwester,